Hallo und willkommen zu einer weiteren kurzen Messevorstellung. Heute habe ich mich für die Vorstellung des Böker Plus Yukon entschieden. Ein Messer, das ein bisschen aus der Reihe tanzt, zumindest bei den Sammelleidenschaften, die ich so pflege. Ich habe es mir trotzdem zugelegt und warum, das möchte ich jetzt gleich kurz erläutern. Zunächst einmal was zu den technischen Maßen, zu den Daten. Wir haben im ausgeklappten Zustand 19,9 cm. Also kein kleines Messer. Im geschlossenen Zustand sind wir bei 11 Zentimetern. Die Griffschalen bestehen aus konturierten G10. Das liegt wirklich wunderbar an der Hand. Und als Stahl wurde ein 440C Stahl gewählt. Die Klinge in einer etwas ungewöhnlichen Klingenform, Sheepfoot-Klinge. Ist so an sich auch wunderbar clean gehalten. Man hat hier nur das Böker-Logo drauf und auf der Rückseite kurz die Markung für den gewählten Stahl. Das sieht man hier. Verschluss ist ein Backlock-Verschluss, der ist auch recht stramm. Wie man am satten Geräusch hört, so ein wunderbares Messer mit einer Klingenlänge von 8,6 cm. Die Öffnungshilfe, wie gesagt, ist ein Daumenloch. Ich mache das immer ganz vorsichtig. Ein wunderbarer Anblick. Und man sieht hier das konturierte, gefräste G10, was in meiner Hand wirklich hervorragend passt. Es ist kein kleines Messer, aber es ist kein schweres Messer. Wir bringen hier 85 Gramm auf die Waage. Also ein interessantes Modell. Das Einzige, was mir ein bisschen als kritisch erscheint, ist, dass es natürlich keinen Clip gibt und dass das Messer doch ein wenig aufbaut. Also das verschwindet man nicht soeben in der Hosentasche. Da muss man sich überlegen, wie man das trägt. Aber wenn man es einmal in der Hand hat, ist das wirklich eine sehr schöne Sache. Wunderschön. Das soll es schon wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Messer.